Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Ein weiterer Sieg, um die 17 zu erreichen, wäre geil. Wir haben jetzt zumindest schon mal das Minimalziel für diese Woche erreicht, für das Monatsziel quasi. Das ist schon mal ziemlich cool. Und alles, was jetzt kommt, eigentlich war schon ab Gold 1 alles, was kommt, Bonus. Alles ab Gold 3 war schon Bonus. Oh, jetzt kommen wohl wieder die ganz kranken Teams. Okay, dafür hat er aber eine total schwache Verteidigung gehabt, also in Anführungsstrichen im Vergleich. Butland, Smalling, Bailly, aber halt super krasser Sturm. Wo ich die Flügelspieler natürlich einrechne. Hat jetzt schon Ballbesitz gemacht gehabt. Danke. Schade. Ja, leider haben wir nicht so ein Kopfballwunder drin. Oh Gott, Benteke, dieses Tor schon wieder. Das war ja unglaublich. Versuch mal hier auf Vidal oder Sokrates. Das hat er gut gemacht. Da haben wir Glück, dass es nicht 1-0 steht. Hat er gut ausgekontert und dann halt auch schön angetäuscht in die Mitte zu ziehen und ich bin leider drauf reingefallen. Schön mit Reus abgefangen. Fuck. Ich wollte es ein bisschen anders ausspielen, aber wenigstens haben wir die Ecke. Sehr schön von Piszczek gemacht. Von Vidal. Ach, da ist keiner mehr, aber ich konnte nur noch auf Passen drücken. Das war gerade das Problem. Schön von Bentaleb. Geil, wie sich beide Spieler auf den konzentrieren, auf den anderen und Hazard durchlaufen lassen. Richtig dumm. Ey! Nicht aufregen, nicht aufregen. Steht 0-0, nicht aufregen. Wir machen jetzt einfach schön den glücklichen Führungstreffer und. Ja, es war ein Fehler von mir. Hier müsste jetzt schon lange 1-0 stehen vom Gegner. Aber konzentrieren, ruhig bleiben. Steht halt nicht 1-0. Das ist alles, was zählt. Komm schon, wir können auch unverdient mal gewinnen. Oder ein Führungstor zumindest schießen. Oh Gott, da habe ich auch gedacht, da kommt jetzt wieder richtig böse von Dembele, aber hat mich geirrt. Das Sand gemacht. Fuck you. Och, es ist verdient, die Führung, leider. Aber egal, wir machen jetzt einfach den Ausgleich und drehen das Spiel wieder, wie das letzte.
Nice. Ja, das war der Plan. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Fuck you! Läuft richtig scheiße. Läuft richtig scheiße. Ich glaube, ich muss eine andere Formation probieren. Das läuft einfach zu beschissen. Ich denke, ich nehme mal das 4-1-2-1-2, um nicht ganz so offensiv zu stehen. Haben wir ewig nicht mehr gespielt. Wirklich ewig nicht mehr. Krass. Oh, nimm den Ball doch mit, Junge. Ja, er braucht wieder eine Stunde zum Drehen. Läuft gerade auch nicht wirklich besser. Aber es ist erst 1-0. Es ist, komm, ein einziges Tor. Wir brauchen nur ein Tor. Egal wie es fällt, es kann lucky sein, es kann durch einen Elfmeter sein. Scheißegal, komm schon, ein Tor. Glaub dran. Oder verlier halt einfach den Ball.
Gewinnt aber auch gerade wieder jeden Scheiß hier. Komm jetzt, konzentrier dich. Spiel schneller, lass dich nicht so abkochen, lass dich nicht so einlaufen. Na also, ich sag doch scheißegal, wie es fällt. Und das war sogar gut rausgespielt. Nice. Und wieder ein krasses Tor von Müller. Bam, da ist das 1-1. Machen wir noch das 2-1, dann drehen wir das Ding hier wieder. Verdammt nochmal. Ganz einfach. Schön mitgenommen von Mali an La Paz. Und dann mit dem sogar schwachen Linken ins lange Eck. Boom. Hat er davon, wenn er nur Butland hat? Hätte vielleicht ein anderer Torhüter gehalten. Loris oder so. Wollte gar nicht klären. Wenn ich nicht klären will, kläre ich jetzt komischerweise. Wenn ich klären will, macht er nicht oder einen Pass. Zweiter Ball beim Gegner. Was? Das war doch ein Foul von Smalling. Smalling haut rein und ich will einfach mit dem Ball weiterlaufen. Oh, geile Ballkontrolle von Müller wieder mal. So, jetzt ganz in Ruhe, steht 1-1. Komm schon, du machst jetzt noch ein Tor. Komm schon, ich spiele noch ein schönes raus. Ich überlege gerade, ob ich mal wechsle. Reus ist schon ziemlich platt. Dembele, Müller. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer hat denn den besseren Abschluss? Ich glaube Müller, oder? Gereicht. Es wird einfach mal wieder ein Lucky Tour nach einer Ecke. Komm schon, Müller, mach eins. Lange keins mehr gemacht nach einer Ecke. Hat sich doch schon der Wechsel von Müller gelohnt. Läuft denn da keiner hin? Da laufe ich extra mit dem Spieler mit. Ja, und dann klärt er erst, wenn er schon durch ist. Geil. Aber egal, Hauptsache kein Gegentor. Ach, hör doch mal auf, dir den zweiten Ball zu lacken, Mäusel. Ach, Junge. Schade, jetzt meine ich was wieder gemacht. Ich
Ich drück halt extra nichts mit meinem Verteidiger, weil ich dachte, wenn du jetzt was drückst, macht er wieder so einen dummen Kopfball ins Nichts rein. Also drücke ich extra nichts und erhole den Ball vom Gegner runter. Aber egal, Verlängerung, wir haben uns gesammelt und wir schießen jetzt einfach nach Verlängerung. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das machen. Okay, die Statistik wirkt irgendwie viel eindeutiger für den Gegner, als ich gedacht hätte. Gut, er hat auch einen Alu-Treffer, also wahrscheinlich wäre wenn nur ein knapper Sieg, aber ein Sieg wäre verdient für den Gegner. Das heißt, es ist ein bisschen Glück jetzt, dass wir hier einen Unentschieden haben, aber vielleicht schaffen wir ja jetzt auch selbst den Siegtreffer. Oh, was denn für eine Bombe, Junge! Wenn das Ding reingeht. Krass, aber wieder mit dem schwachen Linken und wieder von Müller. Aber schade, dass er nicht reingeht. Aber gut, jetzt haben wir beide einen Alu-Treffer. Jetzt ist es auf jeden Fall ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Damit habe ich mir auf jeden Fall die Verlängerung und das Unentschieden verdient. Eine Ecke. Komm schon, Müller. Komm schon. Sehr gut für den Piszczek. Alter. Doppelt gut für den Piszczek. Oh, ich hasse das. Ja, war ein klares Foul, aber ist mir egal, damit er nicht mal aufhört, sich mit zwei Spielern durch 100 Mann durchzukombinieren. Hummels hat den Ball. Komm schon, jetzt mach noch ein Tor, das kann doch nicht so schwer sein. Ich überlege, ob ich nochmal ins 4-2-3-1 wechsle. Da kann ich einfach meine Schnelligkeit jetzt nochmal besser ausspielen. Mit Müller und Ribéry. Also die frische Schnelligkeit. Komm schon. Komm schon, komm schon. Mach das 2-1, dreh das Spiel, Junge, komm! Sehr gut. Ja, der sollte genau dahin dabei. Brauchen wir nicht drüber reden. Perfekter Pass. Ich meine, wo soll ich denn sonst hinspielen? Ich habe ja keine Anspielstation. Nice luck. Nice, Vidal macht nichts mehr, hat keinen Bock mehr, weil er keine Power mehr hat. Sehr gut.
4 halt auch krass doppelt, ey. Wieder abseits. Oh Gott, es gibt wirklich Elfmeterschießen in dem wichtigen Spiel jetzt. Okay, versuch anständig zu schießen, zieh nicht zu sehr auf. Versuch das vom Gegner zu antizipieren. Konzentrier dich einfach. Komm schon, konzentrier dich einfach. Yes! Geil! Gewonnen. Und er hat einen verschossen. Er hat einen verschossen. Ich meine, er hat auch eine Ecke richtig erahnt, aber er hat auch einen verschossen. Nice! Nice! Souverän! Im Elfmeterschießen war es besser. Ein souveränes Elfmeterschießen gewonnen. 17 Siege! Das heißt, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt uns einen Vorsprung herausgespielt für den Monat. Und jetzt kommt die große Aufgabe. Oh Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Ich glaube, wir haben es noch nie gehabt, dass wir 17 Siege hatten und noch ein offenes Spiel, oder? Ich glaube, es waren immer, der 17. Sieg war immer das Schluss. Wir haben dreimal 17 Siege gehabt, das ist jetzt das vierte Mal und wir hatten noch nie ein offenes Spiel, glaube ich. Von daher. Müller, ein Tor und Vorlagen mal wieder Mali. Trotzdem ist Hummels Man of the Match, nice. Wir haben, glaube ich, noch zwei Spiele, oder? Oh Gott, komm bitte, lass nicht einmal das gewinnen. Komm schon, bitte, ein einziges Mal. Come on. Es wäre für einen Monat wichtig, dann hätten wir nämlich zwei Siege plus. Und, oh Gott, das ist ja so geil, Elite Rang 3. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ich brauche nur ein Spiel noch gewinnen. Come on, glaub an dich. Ihr könnt es schaffen. Boah, Bendalev hat nur noch 89 Pace. Ist Bendalev nicht in der im anderen Team drin? Das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn der nur noch 89 haben? Frisst er so viel Ausdauer oder was? Er ist doch hier. Krass, 89. Okay, komm schon. Zauberbenteger macht's jetzt einfach. Komm schon. Der hat echt mehr Tore über Ecken geschossen, über Köpf, mit dem Kopf geschossen als mit dem Fuß, oder? Kann das sein? Ich glaube, er hat schon mindestens 5 mit dem Kopf und erst 4 mit dem. Oh, nee, es gefällt mir nicht. Und erst 4 mit dem Fuß gemacht, glaube ich. Okay. Aber auch geil, dass er zwei helle Shirts hatte. Was er jetzt gegen meine Hand weiß oder hatte, weiß ich nicht. Komm schon. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich. Ist wieder der gleiche. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Sinn. Es sind keine krassen Trikots, sind irgendwelche Bronze-Trikots. Na gut, spielen wir mal die Scheiß drauf. Es kommen jetzt eh nur noch krasse Gegner. Ich habe so viele Spiele gewonnen. Es kommen nur noch krasse. Ich wusste es. Er hat auch diesen Mané. Er hat ihn auch als Foot Champions, meine Herren. Aber er hat noch einen De Gea, er hat einen Boateng, er hat einen, wie heißt er denn gleich? Pogba. Also er hat noch mal ein paar
krassere Spieler teilweise. Aber ist egal, wir gehen bei 0 los, je nachdem wie er spielt. Schön gemacht von De Bruyne. Je nachdem wie er spielt, wir versuchen jetzt einfach mal ganz souverän hier mit unseren Spielern zu spielen und zu gewinnen. Sorry, aber wenn er Mané halt so lange... Boah, den muss er eigentlich machen, aber es war auch schon wieder lucky, wie er an den zweiten Ball rankommt. Und es war auch lucky, dass sein Freistoß, ein schnell ausgeführter, durch mich durchgeht. War nicht so geplant, ich bin ohne Scheiß auf den Knopf aus dem drauf gekommen. Also ziemlich sensibel, der Knopf. Oh, das hat nicht geklappt, schade. Aber egal, ich merke schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was ja auch irgendwo verständlich ist. Es darf aber nicht passieren. Ich muss einfach so tun, als wenn es das erste Weekend-League-Spiel wäre. Wo es auch schon um viel geht, aber... Schön gemacht von De Bruyne. Irgendwann reißt dann auch mal mit dem Rumgealber. Schade. War einfach zu dicht dran an De Bruyne. Oh Gott, habt ihr gesehen, wie Mané zurückgegangen ist? Ganz von alleine? Richtig geil. So stelle ich mir das vor. Ich dachte, er lässt sich ein Stück zurückfallen, weil ich nicht mehr gelaufen bin. Das war der Sprint vom Spieler selbst noch. Ich muss ein bisschen klarere Aktion hier spielen. Wo ist denn eigentlich Mané hin? Der ist nicht mehr auf außen hier auf jeden Fall. Ganz in Ruhe und konzentriert weiterspielen. Schön Angriff ausspielen. Oh, da war nicht so schlecht der Schuss, aber... Ach so, da war abgefälscht, okay. So, Benteke, mach's nochmal. Ach, das ist unglaublich. Ach du Scheiße, das ist unglaublich. Oh, ist das krass, ist das krass. Wie viel Kopfballtore der macht. Oh Gott. Egal, dranbleiben. Also der Gegner ist bisher nicht besser als wir, würde ich sagen. Es war ausgeglichen. Und ich nutze jetzt meine erste Ecke, nice. Benteke, bester Mann. Also ich weiß nicht, ob ich hier nochmal einen anderen, wie gesagt, vielleicht nochmal den 90er Kane, weil das sehr ähnlich ist. Müsste eigentlich auch sehr kopfballstark sein. Aber wir wissen ja, statistische Werte sind nicht alles. Es kann auch sein, dass dann der Kane sich anders spielen lässt als Benteke. Obwohl er eigentlich ein Upgrade sein sollte, abgesehen vom schwachen Fuß, hat er einen Stern weniger. Das war ein sehr, sehr sinnloser Ballverlust. Zum Glück auch ein schlechter Pass.
Oh, den hatte Touré schon. Gut gemacht von Aspili. Ich sag doch. Guter Mann. Oh, wir haben sogar einen Ball noch. Oh, abgefälscht in die Arme vom Torhüter. Was sonst? Gut gemacht von Smalling. Ganz interessanter Pass, wie ich finde. Schön gemacht von Kanté, obwohl er klein ist. Gut gemacht von Reed. Okay, komm, noch ein Tor machen. Nicht darauf ausruhen, nicht darauf ausruhen. Noch ein Tor machen. Das 2-0 reinhämmern. Los. Und wenn wir es nochmal über eine Ecke machen, scheiß drauf. Konzentrier dich einfach. Komm schon. Ah, und je häufiger Benteke dieses Kopfballtor macht, desto mehr vermisse ich ihn in der Bundesliga. Es ist echt, echt ungerecht Mali gegenüber, weil er halt so viele Scorerpunkte erzeugt. Aber gerade in so einem knappen Spiel ist es halt einfach, das kann so entscheidend sein in solchen knappen Spielen, wo man einfach selten zum Abschluss kommt, wenn man einfach mal die Möglichkeit hat, über eine Ecke, über ein Kopfballtor das zu ziehen. Das ist halt einfach, ich hätte halt echt gerne einen Benteke in der Bundesliga. Vielleicht eine Second in von Modest, ich weiß nicht, ob das reichen würde, aber ich glaube, das wäre noch nicht so geil. Der würde, glaube ich, noch nicht so ziehen wie. Außerdem wäre, glaube ich, nicht so kopfballstark. Ach, da ist es schon abseits, scheiße. Oh, da macht einfach vogelwilde Pässe hier. Die ganzen straffen Dinger, die können ruhig mal versagen. Fuck! Na endlich, das war mal so ein straffes Ding, was versagt. Es wurde aber auch Zeit. Die Pässe kommen einfach wieder nicht mehr an, weil da zu viele Leute drin stehen hat. Macht nichts, wir haben Benteke. Wir können
können jetzt auch eine schöne Flanke reinspielen. Steht er denn? Ist er das ganz hinten oder ist er das hier? Ich weiß nicht, ob er das ist oder ob er das ist. Ich hoffe mal, er ist das da. Okay, wir haben gerade Glück mit den zweiten Bällen. Ich bin ganz ehrlich. Das war aber genial gespielt. Sorry, das war aber genial gespielt. Und Benteke macht, glaube ich, die Vorlage. Alter, war das genial gespielt. Und es war, glaube ich, mal wieder ein normaler Pass, der als Laufpass gespielt wird, und das war einer, der gut als Laufpass gespielt wird. Und dann flach ins lange Eck. Auch hier dachte ich wieder, den verschießt Arnautovic. Als er schießt, dachte ich, oh Gott, er geht zu weit nach rechts. Er macht ihn perfekt. Und ich habe ihn auch zweimal, also ich habe ihn selber flach geschossen, zweimal auf Schießen gedrückt. Sehr geil. Ich will nicht sagen, dass der Deckel ist, dafür brauche ich mir noch ein drittes, aber wir können jetzt auf jeden Fall erstmal deutlich beruhigter spielen. Jetzt halt kein schneller Anschlusstreffer. Sehr geil, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Gegner war oder EA, ist es scheißegal. Elite 3, wir haben es geschafft! Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft zum allerersten Mal Elite 3. Wir haben noch ein Spiel. Logischerweise mache ich das auch noch. Aber Elite 3, oh mein Gott, wir haben es geschafft. Elite 3, alles ist scheißegal. Elite 3, Elite 3, Elite 3, Elite 3, Elite 3! Tore Benteke, Arnautovic und Vorlage Benteke, De Bruyne. Oh, what the fuck? Ich werde wahrscheinlich total Dreck ziehen bei diesen Informs. Ich glaube, ich bekomme jetzt 3 verkaufbare Informs aus dem aktuellen Team of the Week. Aber es ist mir scheißegal. Es ist mir einfach scheißegal. Endlich mal Elite 3 geschafft. Fuck ja, Mann. Oh, Elite 3, guckt's euch an. Oh, ist das geil. Und ich habe sogar noch ein Spiel. Und ich habe 2 Spiele halb hergeschenkt. Ist das geil. Also da war noch mehr drinne, aber ich habe echt gut gespielt. Aber ich hatte auch Spiele, da war ich zu emotional. Ist das geil. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr, dass ich häufiger ausgeglichene Spiele gewonnen habe als sonst. Ich fand eigentlich, es war genau wie immer. Ich denke wirklich, ich war häufiger der bessere Spieler, denke ich. Und es gab weniger knappe Spiele für mich. Und ich habe wenige Partien gewonnen, die ich hätte verlieren müssen oder wo ich hätte unentschieden stehen müssen. Oh Gott, ist das geil. Guckt's euch an. Guckt's euch an! Elite 3. Dein aktueller Rang. Elite 3. Elite 3. Was bekomme ich da jetzt? Wo kann ich jetzt nochmal eingucken? Belohnungen, Belohnungen. Wo war das denn? Gott, ich hatte sie mir so lange nicht mehr angeguckt, dass ich es nicht mehr weiß. Moment mal, mich interessiert auch noch, was ist denn jetzt die nächste? Also die nächste ist gar nichts, genau. Die übernächste? Auch keine, okay. Details, ah ja, genau, Details. Elite 3, 50.000 Münzen, das ist doch schon mal geil. 15.000 Münzen mehr als beim... Als beim Gold 1 Rang, das ist schon mal sehr geil. Dann 2 Premium Goldspielersets. Das ist das gleiche, wie wir auch bei Gold 1 bekommen, aber das Megaset wird umgewandelt in ein Premium Team der Woche Set und das müssten 3 Spieler sein. Ich glaube, das sind 3 Team of the Week Spieler. Aktuelle. Das Problem ist, und es sind nur Goldspieler. Problem ist aber, es können halt logischerweise auch schlechte Goldspieler sein. Also ist jetzt nicht garantiert, dass man da einen guten drin hat. Man hat halt 3 Stück, klar, und jeder dieser 3 Spieler ist mindestens 10.000 wert und ich glaube, man kann im Durchschnitt wahrscheinlich
ohne Probleme mit 15.000 Coins rechnen pro Spieler. Und wenn man dann noch ganz vogelwild ist und aufrunden will, dann sagt man halt, okay, 50.000 Coins aus dem Premium-Team der Woche Set, dann bekommt man halt, oder selbst wenn man sagt 45.000 Coins, man kann davon ausgehen, dieses Premium-Team der Woche Set und dieses zwei Premium-Goldspieler-Set zusammen werden auf jeden Fall 50.000 Coins generieren. Also man hat auf jeden Fall 100.000 Coins sicher. Das ist geil. 100.000 Coins, ey. Für 25 Spiele. Jetzt in dem Fall sogar für 24 Spiele. Das heißt, 100.000 durch 25. Das sind 4.000 Coins pro Spiel. Wir haben 4.000 Coins pro Spiel bekommen. Sehr geil. Unglaublich geil, unglaublich geil. So, das nächste Spiel machen wir dann ganz in Ruhe in der nächsten Weekend, in der nächsten Weekend League, in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal, euer überglücklicher Paxis. Wir haben es endlich geschafft. Elite 3, Elite 3. Und das Geile ist 18 Siege. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Spiele Vorsprung herausgespielt für den Elite 3 Rang im Monat. Falls wir jetzt das Glück haben und noch 19 Siege hinbekommen, dann würden wir sogar drei Siege Vorsprung haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles scheißegal. Selbst wenn ich nicht mehr Elite werde diesen Monat, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist, wir haben endlich Elite 3 Rang geschafft. Und ich würde behaupten, Benteke hat einen ganz, ganz großen Anteil daran. Das ist so ein netter Mensch. Ich mag ihn. Ich glaube, ich werde auch jetzt das letzte Spiel noch mit der Mannschaft hier spielen. Er hat auch noch ganz gut Ausdauer, wie man sieht. Und ja, er hat jetzt in 12 Spielen 13 Scorerpunkte, also er mausert sich immer mehr. Und die Kopfballtore, er hat jetzt, glaube ich, mindestens 6 Kopfballtore gemacht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist unglaublich. Aber Mali ist halt auch noch richtig geil da, deswegen sage ich, das ist ein bisschen unfair gegenüber Mali, weil er hat schon mehr Spiele gemacht und ist super stabil. 26 Spiele, wir haben jetzt 23 Scorerpunkte. Der hat, also das ist halt auch schön, dass er, ich habe ja gesagt, mitspielender Stürmer, ne? Er hat 10 Vorlagen, 13 Tore. Wie gesagt, er hat jetzt 23 Scorerpunkte gemacht und wir müssen mindestens drei Spiele abziehen, aber meiner Meinung nach eher vier oder sogar noch mehr. Also er steht halt momentan auch bei mehr Scorerpunkten als Spielen und das in wirklich schweren Spielen in der Weekend League. Deswegen sage ich, das ist absolut ungerecht zu sagen, ich will eigentlich einen Benteke in der Bundesliga. Aber wie gesagt, der Grund ist halt wirklich, dass diese Kopfbälle, die können halt spielentscheidend sein. Also nach einer Ecke, wann sind denn solche mal Ecken? Wenn ich mir überlege, wie oft macht denn bitte schon ein Müller mal den Kopfballtor? Das ist also gut wie nie. Und auch Modest hat so gut wie nie eins gemacht. Und auch Hummels, wenn der an einem kurzen Pfosten steht, macht er einfach nie eins. Benteke dreht einfach immer durch. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.